Ausnahmezustand in der Bayerwald-Kaserne. Schwer bewaffnete Soldaten unter Schützenpanzermarder haben sich in Stellung gebracht. Was so bedrohlich aussieht, ist alles Teil eines Drehbuchs. Für die Übung Bravo haben sich die Vorgesetzten, gekennzeichnet mit den weißen Armbinden, bestimmte Szenarien ausgedacht, um die Soldaten auf den Ernstfall vorzubereiten. Es gibt 4 Alarmierungsstufen. Alpha A ist die erste Stufe, die wir jetzt zurzeit in Deutschland auch real haben. Das heißt, es besteht grundsätzlich immer die potenzielle Möglichkeit eines terroristischen Anschlags. Und das geht dann über die Stufe B, C, D, Bravo, Charlie, Delta immer höher. Was bei den verschiedenen Gefährdungsstufen alles zu beachten ist, soll durch solche Übungen demonstriert werden. Momentan haben die Offiziere Gefahrenstufe Charlie ausgerufen. Charlie ist im Prinzip schon eine etwas konkreterer Hinweis auf ein regional etwas weiteres Ziel. Das heißt also, es könnte jetzt sein, dass ein Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel einen Hinweis bekommen hat, dass es in Bayern oder Baden-Württemberg einen terroristischen Anschlag gibt. Und auf so eine Bedrohung bereiten wir uns mit den Maßnahmen, die Sie jetzt hier sehen, vor. Charlie, Szene die erste. Ein schwarzes Auto wartet vor dem Kasernentor. Ein Medikamententransport. Selbst dieser sonst so alltägliche Lieferverkehr muss bei Charlie genau kontrolliert werden. Zuerst der Fahrzeugführer. Ausweiskontrolle und Durchsuchungen am ganzen Körper. Danach ist das Auto dran. Die Soldaten haben zunächst nichts Verdächtiges gefunden. Jetzt der Kofferraum. Eine Kiste mit Medikamenten. Der Fahrer wird aufgefordert, den Behälter zu öffnen. Doch das geht nicht. Die Kühlkette für Impfstoffe darf nicht unterbrochen werden. Konsequenz? Keine Einfahrerlaubnis auf das Kasernengelände. Der Medikamententransport muss sofort umkehren. Maßnahmen am Haupttor, wie wir sie bei der Gefährdungsstufe Charlie umsetzen würden, haben wir jetzt aufgebaut. Fahrzeuge, die reinfahren, so wie Ihnen das ja eben auch passiert ist, werden kontrolliert. Ob Waffen, Sprengmittel in die Kaserne versucht wird einzuschmuggeln. Wir haben völlig unterschiedliche Lagen von einzelnen kleinen Bildern, wo im Prinzip nichts passiert. Das ist ein ganz normaler Medikamententransport, der hier auch in die Kaserne kommt, der eben kontrolliert wird und dann weiterfahren darf. Wir hatten gestern Vorfälle, wo es dann eben auch schon zu einem Schusswechsel gekommen ist, wo Soldaten verletzt wurden. Die dann auch sanitätsdienstlich versorgt werden mussten, sodass wir uns eben auch auf diesen Ernstfall einstellen können. Nach jeder Szene folgt umgehend eine kurze Besprechung. Die verantwortlichen Soldaten beurteilen die Situation und geben den Beteiligten Feedback. Dieses Mal haben sie gut reagiert. In der Medikamentenkiste war eine Bombe versteckt. Hätten die Soldaten den Fahrer im Ernstfall durchgelassen, hätte das fatale Folgen haben können. Alles nur eine Übung, aber mit sehr ernstem Hintergrund. Für die Regener Bevölkerung allerdings sehr beruhigend, dass ihre Grenadiere auf Zack sind.